Ein flauschiges Hallöchen, ihr Süßen, und willkommen zurück zu My Time at Porsche. Ich habe gerade gesehen, ich habe noch nicht alles weggeräumt. Oh Gott. So, das muss noch weg, bitte. Und das Zeug kann dann auch gleich noch weg. Letztes Mal habe ich ja Aufträge angenommen und deswegen muss ich jetzt ganz, ganz dringend Dinge herstellen, denn ich habe für Faserstoff habe ich Aufträge angenommen und ich habe noch gar nichts, um Faserstoff herzustellen. Und Kupferrohre habe ich auch noch nichts, um es herzustellen. Also. So, und hier legen wir gleich mal nach. Dann kriegen wir das auch fast fertig. Hier sind schon mal ein paar Bretter fertig. Das war nichts. So, dann können wir hier auch noch mal das nächste herstellen. Machen wir es erstmal so. Holzbretter habe ich noch nicht genug. Was brauche ich denn für meinen Auftrag? Faserstoff. Ja gut, da hoffentlich kann ich das herstellen. Schuldeneintreiber, töff, töff. Habe ich nicht einen Auftrag angenommen für Rohre? Scheinbar doch nicht. Ah, ich konnte ja nicht mehr. Da war ja was. Ich konnte nicht mehr. Ich tanke hier eben nochmal auf. Sicher ist sicher. Und hier auch nochmal. Ich kann auch nicht auftanken. Gut, dann würde ich jetzt noch ganz schnell einmal meine Sachen weglegen und dann würde ich in die Mine gehen. Und zwar in die zweite, die wir da haben. Das lasse ich mal doch hier. Und das Holz jetzt einfach auch mal, obwohl es nicht hier reingehört. So, Vamos Mine. Und ich könnte einen Regenschirm herstellen, wenn ich lustig wäre. Bin ich jetzt aber gerade nicht. Wo muss ich denn hin? Ich wollte in die zweite Ruine, die unter der Kirche des Lichts ist. War das die hier? Nee, das war die da hinten. Da hinten, bei den zivilen Truppen. Da ist noch eine Mine, in die wir reingucken können. Denn ich brauche ja, wir müssen einen Ghetto-Blaster machen, um die Pandamäuse loszuwerden. Und damit ich den Ghetto-Blaster machen kann, brauche ich sehr viele andere Dinge. Und damit ich diese sehr vielen anderen Dinge machen kann, wie zum Beispiel... Oh Gott, was haben wir da alles gebraucht? Wir brauchten eine Kassettenkiste und ich bin sicher, dafür muss ich einfach in die zweite Mine hier reingehen. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob wir hier... Ich glaube, da haben wir noch keine Gegner. Ich glaube, die sind erst hinter dem... Also ich glaube, die Ruinen, die beiden, die innerhalb der Stadt sind, da dürften keine Gegner sein. So, dann schauen wir doch mal. Ich habe es nicht verlernt. Da unten ist was. Da haben wir am besten hier. Graben. Zwei... Spitzhacke. Erde, Steine, Daten, Disketten. Da wollte ich auch noch mal hin, weil es komisch war. Nee, war nicht komisch. Stimmt, den Ghetto-Blaster. Das war ja kein normaler Auftrag. Aber wir könnten da mal wieder... Großer Eiseneimer. Moment. So. Ich hoffe, man hört es übrigens gerade nicht, aber meine Nachbarn sind gerade mit ihrem Auto am... beschäftigt. Mitten in der Nacht. Leute, schlaft doch einfach. Warum mache ich das denn, dass ich hier das nachts aufnehme? Damit ihr mit eurem Auto nicht da seid. Wo ich hier gerade so bin, also es ist nicht allzu spät, aber es würde mich mal einfach so aus reiner Neugier interessieren, wann denn ihr, meine Lieben, so normalerweise schlafen geht. Ich würde eigentlich sagen leider, aber es ist, ich habe sehr viel Spaß daran. Ich bin absolute Nachteule. War ich schon immer. Es hat angefangen, schon als ich in der Grundschule war, dass ich zu unchristlichsten Zeiten wach sein konnte. Und für alle, die den Ausdruck nicht kennen, ich war industrieller Motor, juhu. Einen Ausdruck nicht kennen, das heißt so, ich konnte problemlos morgens um 4 aufstehen und Leuten noch einen Senkel gehen. Oder mir in aller Herrgottsfrühe mein kleines Pony angucken. Das lief nämlich irgendwie auch zu Zeiten, wo ich mich immer gefragt habe, welcher normale Mensch da wach ist, außer ich, die ich unbedingt mein kleines Pony gucken möchte. Ich konnte dann ewig lang wach sein, wie gesagt, war dann am nächsten Tag auch wieder munter und es ist mir schon immer viel einfacher gefallen, einfache Schaltkreise, nachts wach zu sein, nachts wach zu sein. Das fand ich schon immer sehr, sehr einfach. Also wo ich Freundinnen hatte, die dann, ja, so ein bisschen schlafmützig waren. Und die halt wirklich ein Problem eigentlich damit hatten, lange wach zu sein, hatte ich das nie. Bei mir war das immer eher umgekehrt.
wenn ich schlafen sollte lange, dann. Es war furchtbar. Kennt ihr das manchmal, wenn ihr mit irgendwelchen Langschläfer besucht? Obwohl ihr selber kein Langschläfer seid und dann stellt ihr plötzlich fest, ja, du möchtest jetzt eigentlich, dass ich nochmal 2 Stunden schlafe, aber ich bin hellwach und ich kann das jetzt leider so nicht erlauben, weil ich mich zu Tode langweilen würde. Das ist ganz schlimm. Bei einer Bekannten hat mich dann immer wenn ich sie besucht habe, eine Freundin, Bekannte, wie auch immer, inzwischen haben wir keinen Kontakt mehr. Deswegen ist es immer schwierig. Wie nennt man dann solche Leute? Ehemalige Freunde? Die Ex? In Nichtbeziehungs-Ding, ne? Aber da war es dann teilweise auch so, dass die Mutter mich dann gebeten hat, sie aufzuwecken, weil die morgens so ein Grießkrummel war. Das war furchtbar. Und ich saß dann halt immer da, guten Morgen. Guten Morgen. Und sie hat mich gehasst. Ich glaube wirklich, das waren die Momente, wo sie mich am meisten... Soldat mit Axt. Das waren, glaube ich, die Momente, wo ich am meisten gehasst wurde in meinem Leben. Ja, wobei eigentlich auch so nicht. Na. Ich bin schon manchmal ein Unglücksrabe und schaff's, dass Leute mich nicht mögen. Ist das hier? Hier etwa, oder? Ja, hier geht das. Manganerz. Und ein Level up, da werden wir auch gleich mal Punkte verteilen. Sobald ich dann zu Hause wieder bin, hier müssen wir auch wieder bestimmt wieder Energie nachlegen. Ja, komm, ich will das haben. Einfache Schalke, kleiner Silikonchip, den brauchte ich auch für irgendwas. Ja, könnte ich bitte hier raus dürfen? Okay, geschafft. Gehen wir mal wieder da vorne hin. Vielleicht haben wir hier irgendwo Glück. Ansonsten muss ich die Ebene zurücksetzen lassen, beziehungsweise müssen raus auf eine andere Ebene gehen. Aber noch würde ich das ungern machen, wenn ich ehrlich bin. Hier gibt es nämlich noch Sachen, von daher. Noch lohnt es sich ja hier zu graben, wo es da ist. Es sind sogar 2 Pünktchen ganz in der Nähe von, ne? Also ja, ich war schon immer eine Nachteule. Sehr zum Leidwesen manchmal anderer Menschen, die mit mir zu tun hatten. Aber das hat mich dann irgendwie auch nie gestört. Es gibt ja diesen Spruch, wer früh aufsteht, hat mehr vom Tag. Bei mir ist es eigentlich so, ich kann... Es macht gar keinen so viel... Also eigentlich macht der Spruch wenig Sinn. Denn das würde implizieren, dass man nur dann was vom Tag hat, wenn man tatsächlich tagsüber wach ist. Und das ist nun mal nicht so. Also gerade bei mir merke ich ja, ich bin eine Nachteule. Wo ist denn jetzt der Punkt gewesen? Hier war doch eben noch mal einer. War der auf der Seite eher? Da ist er. Na gut. Ich habe halt einfach tatsächlich nicht mehr vom Tag, wenn ich früher aufstehe, weil ich bin sowieso bis sehr spät oft wach. Das darf doch nicht wahr sein. Jetzt ist der Punkt schon wieder weg. So. Kann ich ihn jetzt bitte haben? Der Punkt ist weg. Der blöde Punkt ist weg. Wo ist der Punkt? Da ist der Punkt. Okay, jetzt kann ich ihn hier nicht anvisieren. Jetzt müsste ich hier gehen. Komm schon. Ach, es geht immer noch nicht. Jetzt aber. Und jetzt ist er weg. Das soll nicht wahr sein. Ich gehe mal kurz hier runter und gucke, wo ich ihn von hier aus finde. Da ist er. Da sind 2 sogar. Oh Gott. Also manchmal. Wir lassen uns auch gleich zurücksetzen. So, großer Eiseneimer, den hatten wir schon mal. Und jetzt müsste hier nochmal irgendwo ein Punkt gewesen sein. Oder es werden mehr. Sehr gut. Vielleicht müsste ich mich einfach vorm wieder hochspringen besser umgucken. Denn ich glaube, dass so die Reichweite unseres kleinen... Es liegt Energielampe. Die Reichweite unseres Scanners hier ist halt nicht endlos. Und wenn die Sachen dann zu weit unter... Also hier, wie hier halt auch tatsächlich im Boden sind, dann sehen wir das von oben nicht unbedingt immer. So. Aber wir kriegen das hin. Ich würde mal sagen, bis 19 oder 20 Uhr können wir auf jeden Fall noch abbauen. Oder bis unsere Energie ausgeht. Ich glaube, das passiert eher. Ja, Schmiermittel. Also wenn ich jetzt hier nicht ganz in der Nähe nochmal einen Punkt finde, dann... Der hier könnte reichen. Der sieht nah aus. Ja, aber nicht nah genug, fürchte ich. Ne, der ist nicht nah genug dran. Okay. Na gut. Dann gehen wir zum Ruineingang zurück. Da muss ich mich da nicht rumwursteln unter der Erde. Und dann gehen wir da raus. Und dann schauen wir mal, ob wir unsere Textilmaschine schon aufbauen können. Lalala.
Und wir haben wieder schöne Sachen aus dem Boden geholt. Gott sei Dank gibt es keinen Fallschaden in diesem Spiel. Ehrlich, Gott sei Dank. Ich wäre so tot, wenn es Fallschaden gäbe. Wieder und wieder. Wo bin ich jetzt? Aha, ich bin... Okay. Ich muss aber gerade nichts mit ihm besprechen. Ich gehe auch mal nicht zum Forschungszentrum, denn zum einen glaube ich, dass es schon geschlossen hat. Ich glaube, das macht um 18 Uhr zu. Und ich weiß auch nicht, ob ich die Discs nicht dabei haben müsste. Ich könnte noch eine Sache einsammeln. Einfach, weil ich es kann. So. Einfach, weil ich es kann. Dann können wir hier gleich nochmal einsammeln und auftanken, damit es schön fertig wird. Und ich glaube, ich brauche nochmal Holzbretter, weil ich ja nur 10 Stück herstellen kann. Jetzt habe ich wieder zu wenig. Jetzt habe ich wieder zu... Oh nein, ich habe zu wenig Holz. Ah, Mist. Okay, also mal schauen. Was brauche ich hierfür? Da brauche ich 2 Bronzerohre. Die müsste ich doch jetzt eigentlich haben. So. Genau. Leatherworking, meine Textilmaschine, die würde ich jetzt ganz gerne hier hinstellen, wenn es geht. So. Was kann ich denn hier herstellen? Faserstoff, Gott sei Dank. Abgenutztes Fell und Pflanzenfasern. Okay, ich brauche sehr viel abgenutztes Fell. Das heißt, morgen müssen Lamas federn lassen. Denn ich brauche ja davon einiges. Ich brauche... Oh ja, ich brauche sehr viel davon. Habe ich denn... Wie viele Bretter habe ich denn jetzt? Ich habe 6 Bretter. Ich habe zu wenig Bretter, definitiv. Viel zu wenig Bretter. Ich hätte eigentlich gerne am nächsten Tag die Dinger... Und ich muss am Wochenende... Muss ich... Ich habe zu viele Rohre. Ich muss definitiv am Wochenende... Ich hatte hier doch nochmal irgendwas, wo ich gesagt habe, das lasse ich... Das bleibt hier. Die Discs. Ich brauche, glaube ich, nochmal eine Kiste mit... Ausdauer, ja. Ich brauche nochmal eine Kiste eigentlich, damit ich meine Sachen hier reintun kann. Das stapelt sich alles schon wieder nicht mehr so wirklich gut. Habe ich denn genug Bretter, um theoretisch eine Kiste herzustellen? Da müsste ich halt morgen nochmal sehr, sehr viel Holz hacken, aber das geht. Holz hacken und nochmal... Aber ich brauche auf jeden Fall nochmal eine kleine Kiste. Wo ist es denn? Es ist hier, eine Holzkiste, genau. Ich kann leider keine größeren... Nein, ich brauche dafür auch 2... Hä? Ich brauche dafür 20 Holz? Und ich habe kein Holz mehr? Warum habe ich kein Holz mehr? Habe ich das jetzt wirklich alles ver... Ja, doch, klar, für die Bretter und alles. Oh, Menno. Hier war eigentlich Holz drin. Habe ich aber nicht noch eine leere Kiste? Nee, habe ich nicht. Okay, ich habe keinen Platz mehr. Das ist schön. Ich bin so ein Messi, dass ich schon wieder keinen Platz mehr habe. So, das ist neu. Das kommt aber auch nochmal hier rein. Diese Sachen hier müssten noch ein neues Zuhause finden. Und ich habe ja absolut keinen Platz mehr. Aber so richtig gar keinen mehr. Dann würde ich jetzt sagen, ich packe das einmal ganz kurz hier drüben rein. So und so. Am nächsten Tag werde ich dann... Die Bretter behalte ich mal. Und am nächsten Tag werde ich Holz hacken. Deswegen würde ich jetzt eigentlich schon mal schlafen gehen. Außer natürlich, ich finde noch Dinge... Ich brauchte Bronzebarren. Für meine andere Quest brauchte ich Bronzebarren. Da kriege ich noch ein paar Bretter. Arbeitet. Einen wieder mitnehmen. Ich kann mal schauen, ob ich hier nicht irgendwas schon herstellen kann. Leder könnte ich schon mal herstellen. Aus Fell und Pflanzenfasern. Und Faden. Aus Fell und Baumharz. Aber Fell habe ich auch nicht viel. Habe ich 2. Das heißt, ich könnte entweder Leder oder... Ich lasse es mal. Ich gehe mal schlafen, damit wir produktiv weitermachen können. Ich brauche so dringend Holz.
Ach so, nein, warte, bevor wir schlafen gehen. Ich habe ja noch einen Punkt zu vergeben. Hier, Kampf oder Sammeln. Ich könnte Sammeln erhöhen. Maximale Gesundheit, maximale Ausdauer. Dass wir auf jeden Fall immer ein guter Zuhörer sind. Chancen nach Unterhaltung, einen zusätzlichen Beziehungspunkt zu erhalten, erhöht sich um 100%. Was hätten wir hier denn noch? Das könnten wir jetzt auch theoretisch beim Einsatz von Axt, Ausdauerkosten um 25% verringert. Munter, maximales Durchhaltevermögen. Nee, das brauchen wir nicht. Ich würde gerne die beiden hier jetzt leveln, wenn ich ehrlich bin. Das ist ja nicht viel. Das kostet uns ja nicht viele Punkte. Ich mach mal das mit der Axt, damit wir am nächsten Tag besser Holz sammeln können. Und jetzt gehen wir tatsächlich schlafen kurz. Na, falsch. So. Ja, bitte schlafen. Das Problem ist, heute ist Samstag. Das heißt, es könnte sein, dass heute Huss und Tuss vorbeikommen wegen unserer Schulden. Und dass dann ganz Porsche uns verteidigen möchte. Was heißt ganz Porsche? Also ein Teil davon halt. So, Bronzebarren eingesammelt. Tieren eingesammelt. Benzin aufgebraucht. Nachlegen bringt aber wenig. Ich habe einfach zu wenig Holz gerade. Das ändern wir jetzt. So. Vor einer bestimmten Uhrzeit werden die vermutlich nicht da sein. So, ich brauche so viel. Und Fell brauche ich auch. Ach du je, richtig, Fell brauche ich. Na? Was brauche ich eigentlich, wenn ich in der leeren Luft schwinge? Ich hoffe nicht. 7, 4. Nein, wenn ich nichts treffe, verbrauche ich auch nicht. Sehr gut. So, den kann ich vermutlich nicht fällen. Der ist zu groß. Ich brauche Bretter, dann kann ich nämlich meine Werkbank. Ich muss unbedingt die Werkbank verbessern. Das würde mir so viel bedeuten. Das wäre so schön. So, jetzt legen wir da direkt mal nach. Benzin aufgebraucht. Ja, bitte. Nee, nur einen, wenn es geht. So, fertigen. Dann stellen wir schöne Holzbretter her. Und hier müssen wir auf jeden Fall auftanken wieder. Da drüben ist... Ja, das Ganze ist mit dran. Sehr gut. Ja, dann kann ich hier noch ein bisschen hacken. Es ist vielleicht nicht viel Holz im Einzelnen. Aber die Masse macht's. Und ich glaube, es war eine gute Idee zu sagen, dass ich jetzt weniger Ausdauer damit verbrauche. Für die nächste Woche hoffe ich dann, dass wir noch einen Punkt bekommen, dass wir weniger Ausdauer verbrauchen fürs Einsetzen der Spitzhacke. Das würde uns, glaube ich, in den Ruinen extrem weiterhelfen. Aber jetzt war mir eben leider erstmal mein Holz wichtig. So, auch das Zeug weg. Wir haben wieder ein bisschen Holz, sehr schön. Ich muss wirklich noch eine Kiste herstellen. Das heißt, ich brauche insgesamt 40 Bretter. Nee, das, die Kiste ist normales Holz. Für das andere brauche ich Bretter. Ich stelle mir eben schnell eine Kiste her. Eine Kiste, bitte. Jawohl, fertigen. Genau, dankeschön. Dann stelle ich eben schnell die Kiste auf und räume da um. Huss und Tuss noch immer nicht zu sehen. So. Dann würde ich die Kiste einmal kurz gerne... Einmal kurz gerne hier daneben aufstellen. Und jetzt haben wir die Sachen da reingetan. Deswegen zack, 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 zack. Und hier kann ich auch wieder das rein... Ja, das Holz können wir da reintun. Und die Bretter bitte nicht. Jetzt kommt hier in die Kiste... alles rein, was ich noch nicht... Ich hoffe, ich habe die Pflanzen... Die habe ich gar nicht hier drin, die Pflanzenfasern. Die habe ich in der Kiste hier. Genau. So. Sehr schön. Die 5 brauche ich. Die Bretter habe ich bald. Und dann könnte ich tatsächlich... Ich hoffe, die haben samstags geöffnet. Ich hoffe es. Okay, noch ist niemand da. Ich weiß leider auch nicht, was mit Wochenende jetzt genau, ob es dann Sonntag, Samstag. Dankeschön.
Aber ich müsste jetzt noch ein paar Lamas schlachten, sonst habe ich nicht genug für den Stoff. Tut mir leid, liebe Lamas, ihr müsst jetzt leider federn lassen. Aber ich brauche abgenutztes Fell von euch. Und ich könnte das abgenutzte Fell auch über die Falle da hinten bekommen. Das Problem ist... Das ganz große Problem ist... Oh Gott, ich krieg nie im Leben genug. Ich könnte Faserstoff auch kaufen. Wenn ich es absolut nicht hinbekomme. Ich brauche ja 32 Stück davon oder so. Doch, 32. 32 mal abgenutztes Fell bräuchte ich. Weil ich 16 von diesen Stoffen brauche letztlich. Und jedes Lama gibt nur ein Fell. Es tut mir eigentlich echt voll leid um die armen Tierchen. Oh, jetzt haben wir schon... Doch, da hinten ist noch eins. Oh, was ist das denn? Baumwolllama? Okay, das ist jetzt vielleicht eine schlechte Idee gewesen, das anzugreifen. Was ist das? Ein Baumwolllama. Ich hoffe, meine Ausdauer reicht, um das niederzumachen. Hauptsache, ich greife es einfach mal an, um jetzt nachzudenken, ne? Aber noch sieht unser Leben ganz gut aus. Oh, das macht aber ordentlich Schaden. Oh Gott, das macht echt viel Schaden. Oh Gott, oh Gott. Oh oh. Oh oh. Okay. Flexible Phase. Entschuldige, Lama. Tut mir sehr leid. Okay, da sind welche nachgespawnt. Ich könnte mir vorstellen, wenn man eine gewisse Anzahl Lamas tötet von den bunten, dann spawnt man das Baumwolllama. Oder es ist ein zufälliger Respawn. Weiß ich ja nicht. Wir finden es raus, fürchte ich. Aber mein Leben sieht echt schlecht aus. Ich darf das nicht nochmal. Also würde jetzt nochmal so eins kommen, müsste ich es auf jeden Fall in Ruhe lassen. Es sah aber süß aus. Ich will es haben. Also irgendwann möchte ich so einen Baumwolllama haben. Für einfach zum Reiten und lieb haben. Okay, wie viel Fell habe ich jetzt? Feines Fell ab 14. Ach du je. Ja, das ist jetzt nicht so gut mit der Anzahl von Fell, die ich habe. Oh, oh, und die sind da. Die sind da, die sind da. Oder? Die sind doch da. Was ist das da oben? Nee, sind sie nicht. Was ist das hier? Wer bist du denn? Mysteriöser Mann. Moment. Oh, another loyal customer just appeared. I am called the Mystery Salesman. Always a pleasure. Okay, schön dich kennenzulernen, Mr. Panda-Gesicht. Lass uns plaudern. Well, well, I have some special and valuable wares. You're welcome to take a look. Get them while you can. Okay. Das ist interessant. Was verkauft er? Ach du je, der verkauft ja sehr schöne Sachen. Ein Katzenkorb. Der würde sich bestimmt Pinky sehr drüber freuen, aber den kann ich mir nicht leisten. Oh, eine Pfotenmatte. Was brauche ich dafür? 10 Mutter. Nein, das habe ich nicht. Das habe ich echt nicht. Okay, für 5 von diesen Teilen könnte ich mir einen so einen kleinen Motor kaufen. Und die Motoren sind... Ach du je, der ist ja kompliziert. Okay, bei ihm kann ich mir gerade echt... Ja, klar. Laupo-Kuchen für 24.000. Lässt Ehepartner in Süße ihre Beziehung die Süße ihrer Beziehung schmecken und dein Schatz wird dich garantiert bei deinem Kosenamen rufen. Alles klar. Leider kann ich mir das sowas von nicht leisten. Aber sehr, sehr cool. Wo ist denn das hier jetzt? Da ist irgendwo ein Hinweis, dass ich eine Quest annehmen kann. Ist die hier drin? In der Tafelrunde. Sieht sehr danach aus. Ah, Django. Abgehört, du bist mit dem Bau der Brücke zur Bernsteininsel fertig geworden. Gut gemacht, junger Handwerker. Ja, und weiter. Hallo, warte. Django's Schwert. Okay, mal schauen. My practice sword is getting worn. I need a new one for my morning exercise. I bet it. Ja, klar. Ein Schwert sollten wir hinbekommen. Und ich werde aber jetzt mal wieder in Richtung unseres Zuhauses gehen. Denn wir brauchen ja noch einige Sachen. Was haben wir denn dann noch?
Mysteriöser Mann, die Tafelrunde. Ja. Warte, Tafelrunde, das ist einfach nur das Geschäft hier, ja? Das ist nicht... Genau. Okay, bei ihm kann ich mir wirklich nichts leisten. Ich wollte gucken, ob wir unten was kaufen können. Ich muss zwar wirklich dran denken, auch mal langsam Geld zu verdienen, statt immer nur welches auszugeben für meine Materialien. Aber ich würde sehr ungern bei diesem Auftrag mit dem Fell versagen und deswegen würde ich gerne gucken wollen, ob ich hier irgendwo... Nee, hier kann ich sowas gar nicht kaufen. Wenn, dann wäre es vermutlich entweder bei ihr. Kann ich hier... Ja, hier könnten wir welchen kaufen. Abgenutztes Fell nicht. Wisst ihr was? Dann kaufe ich davon einfach so ein paar. So. Kaufen wir davon einfach ein bisschen. Und hier flexible Phase, die könnten wir verkaufen. Sondern Monstern in der Wildnis erhalten werden kann. Okay, dann müssen wir nicht mehr ganz so viel herstellen. So, allerdings müsste ich jetzt auch tatsächlich mehr herstellen. Der Mysterie... Der Händler! Ich muss sehr, sehr viel Zeit in den Minen verbringen. Also es ist wirklich... Ja, ich glaube, man kann das Spiel hier schon... Da kann man schon sein Leben drin verbringen. Wie gut, dass es mir gefällt und ich damit kein Problem habe. Okay. Lass mal schauen. So, meine Holzbretter. Jetzt habe ich davon einen. Perfekt, ich habe genug. Ich habe genug Holzbretter. Was wollte ich jetzt machen? Ich wollte hier schon mal wieder die richtige... Ich wollte schon mal wieder das richtige Gerät draufstellen. Und das war die... Nicht die industrielle Schneidemaschine, sondern der Ghetto Blaster. Okay. Nee, warte, das kann ich ja trotzdem hier herstellen. Und zwar hier an der Textilmaschine. Da wollte ich schon mal den Faserstoff fertigen. Benzin aufgebraucht. Ja, bitte einmal. Einmal das rein und dann herstellen, bitte. Jetzt brauche ich wieder abgenutztes Fell. Und dann würde ich tatsächlich noch gucken, ob ich eventuell am nächsten Tag, der kommt wohl am Sonntag wieder. Jetzt möchte ich gerne gucken, ob ich nicht das Maschinchen da verbessern kann. Warte mal bei dir. Den Auftrag habe ich ja schon angenommen. Okay, wir dürfen noch rein, zum Glück. Dann würde ich hier gerne etwas verbessern. Das war, glaube ich, nicht so teuer. Die Montage statt in der Arbeitstisch, den zu verbessern, der war nicht so teuer. Okay, zweiter. Ich werde hinterher so pleite sein, aber ja, ich möchte ihn bestätigen. Ich möchte das bestätigt haben. Okay. Arbeitstisch Level 2. Jetzt brauche ich schon wesentlich mehr davon. Aber das geht, das kriegen wir hin. Als nächstes würde ich dann tatsächlich gerne die Montagestation verbessern. Dafür brauche ich dann 5000, oh je. Ja, ich muss dringend anfangen, Sachen herzustellen und zu verbessern. Und ich muss ganz dringend, hey QQ. Ich muss sehr, sehr dringend anfangen, Geld zu verdienen und nicht immer nur Sachen nachzukaufen. Okay, aber für den Moment würde ich sagen, ich könnte noch mal Lamas jagen. Die armen Lamas. Die armen Lamas. Und ich könnte Fische verkaufen. Fische angeln kostet nicht allzu viel. Aber Fische verkaufen ist relativ lohnenswert. Einer bringt ja 30 ein. Aber erstmal müssen wir Lamas töten. Und es war tatsächlich ein besonderer Gegner. Juhu! So. Ja. Bisschen Lamas noch. Oh. So, gutes Fell. Immer diese schöne Kampfmusik. Wobei ich jetzt vor den Lamas hier nicht wirklich so viel Angst habe. Die sind so harmlos und klein und lieb und flauschig. Und in so vielen Fällen so schnell tot. Oh, da liegen die Leichen noch. Oh je. Ah, nur meine Ausdauer geht ein bisschen. Nee, warte, das ist ein Respawn. Okay, keine Leichen. Ich hätte gerne nochmal so ein Baumwolllama gesehen. Es würde mich einfach interessieren, ob das aggressiv war. Oder ob es friedlich ist eigentlich. Und wirklich nur aggressiv wird, wenn man es selber angreift. Auf jeden Fall kriegen wir jetzt gut abgenutztes Fell. Das ist super. Da hinten ist nochmal Lama. Ein Lama.
Ein Level 10 Lama. Je höher die vom Level her sind, desto wahrscheinlicher ist es natürlich auch, dass wir ein bisschen Schaden nehmen. Beim Versuch hier irgendwie was zu... Faserstoff, oh je. Ich werde miese machen, weil ich Faserstoff gekauft habe. Aber ich könnte theoretisch ihn auch wieder verkaufen, wenn ich genug herstelle. Ach ja, wir werden sehen. Ich will noch mal so einen Baumwolllama bekommen. Hallo, Baumwolllama. Komm zu Mami. Diesmal schlachte ich dich auch nicht, dafür reicht mein Leben nicht. Mist. Okay, dann werde ich noch mal ein bisschen Holz hacken. Solange wir noch Energie haben, ist einfach nutzen. Ich muss dran denken, dass ich nicht klicken muss wie so ein Blöde, sondern einfach nur die Taste drücken muss. Ach ja. Und ich könnte versuchen, was anzubauen, damit wir Lama-Köder auslegen können, damit wir die nicht töten müssen. Allerdings bei den Tieren ist es schon so, dass wir sie sehr schnell, nachspawnen. Ich glaube, das ist einfach nur Glück, ob da so ein besonderes Lama kommt oder nicht. Lalala, vielleicht haben wir ja nochmal Glück. Das ist tatsächlich zwei Schläge gebraucht. Imba Level 1 Lama. So, Lama tot. Ah, Manu, da hinten springt wieder eins. Ich habe es genau gesehen. Oh, doch nicht. Okay, vielleicht habe ich mich auch verguckt. Da ist wieder ein Lama. Ich hoffe, mir gibt keiner übel, wenn ich die Lamas hier vor mich entschlachte. Aber ich brauche so dringend die Materialien. Kein Baum voll Lama. Na gut, ich gehe mal wieder zurück, damit ich noch ein bisschen was in die Herstellung packen kann. Und dann wird der Tag auch schon wieder beendet werden, würde ich sagen. So. Das stellen wir hier wieder her. Und den Rest legen wir drin wieder weg. Ich frage mich, wie oft der Händler auftaucht, dieser Mysteriöse. Das müsste hier größtenteils reinkommen. Oh, das haben wir noch gar nicht hier drin. Okay. Den Handschuh würde ich woanders reinlegen. Knochen, der Tierkot ist woanders. Zack, zack, zack. Das kam von dem besonderen Lama, deswegen tun wir es mal hier rein. So. Da kommt mein Holz rein. Die Bretter brauche ich jetzt gar nicht mehr. Ich tue die Sachen mal schnell darunter, damit ich es nicht vergesse. So. Da drin war der Tierkot. Genau, Kot. Vor allem der Code. Das war's. Hier rein kommt der Stoff, der Barren und das. Oh, das tun wir jetzt einfach mal hier reinlegen. Ich muss wirklich Sachen verkaufen, ganz, ganz ehrlich. Ich hoffe, dass am Sonntag zu einer annehmbaren und netten Uhrzeit Huss und Tuss wieder auftauchen. Kann ich hier noch Dinge einsammeln? Muss ich noch irgendwo Energie nachlegen? Das ist abgeschlossen. Da ist auch nichts mehr. Dann will ich mal schnell schauen, was wir hier für alles brauchen. Bronzeplatten, 8 Stück. Die lassen sich doch bestimmt herstellen. Das müsste hier gewesen sein. Bronzeplatten, die waren nicht hier. Die Bronzeplatten waren dann da. Genau, und zwar... So, jetzt brauche ich wieder Bronzebarren. Das kriege ich aber auch hin. So, ich würde mal auftanken. Und das müsste noch haben. Gut, dann würde ich mich hier mal schlafen legen und die Folge für heute beenden. Ich bedanke mich sehr dafür, dass ihr dabei gewesen seid. Und ich würde mich natürlich unglaublich freuen, wenn ihr auch nächstes Mal wieder dabei seid. Bei My Time at Forscher. Wenn wir, ich weiß gar nicht, was wir da genau machen. Vermutlich wieder Lamas schlachten. Ja, um Lamas. Tut mir so leid. Sie sind so süß und flauschig und bunt und ich töte sie einfach. Aber ich muss den Handelsauftrag abschließen. Ich habe dafür nur noch... Jangos Schwert. Okay, ich muss noch ein Bronzeschwert herstellen. Und ich habe dafür nur noch 7 Tage Zeit. Das würde ich schon mal ganz gerne vorhalten. Ich brauche natürlich tatsächlich für die Pandamäuse was.
bis zum Wochenende warten. Das kriegen wir dann hin. Na gut, aber erstmal für heute ist Schluss. Dankeschön, dass ihr dabei gewesen seid und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Bis dahin, am nächsten Tag dann. Bye, bye.